Ja, finde den Schatz. Immer noch. Finde den Schatz. Ab mit dir. Was macht ihr denn da? Ja, was macht ihr denn da? Höchste Zeit. Gerta und ich haben uns schon Sorgen gemacht. Ich bin durch die Wüste geirrt und der Spur deiner Schriften gefolgt. Ich kann schreiben? Das ist wunderbar. Lobet Amun. Wow. Ich erinnerte mich, dass ich den Schatz in einem Krug versteckt und versenkt habe. Hier im Roten Meer. Außerdem habe ich zusätzlich leere Krüge versenkt. Man muss also den richtigen finden. Ja, gut. Ist da? Warum seid ihr überhaupt da hingekommen, um mir zu helfen? Ach, ja, doch, danke. Du hast ihn, mein Flamingo-Fuß. Der bringt mir ganz viel Glück. Ein Flamingo-Fuß. Das ist dein Schatz. Komm mit mir. Du verdienst eine Belohnung. Wow. Ich muss ihn Gerta zeigen. Sie war ausnehmend unbehilflich. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt an die Kraft des Fußes glaubt. Tja, das weiß ich auch nicht. Wer ist Gerta? Die Palme? Das wäre was. Die Schlange? Puh. Kein Wunder, dass der wahnsinnig so langsam wieder läuft. Das Kamel? Oh je. Gerta! Dieser Herr hat meinen Glücksbringer gefunden. Du warst ja so eine Enttäuschung für mich. So zu tun, als wäre dir mein Schatz wichtig. Dabei ging es dir immer nur um deinen Höcker. Wir sind keine Freunde mehr. Ich schenke dich diesem Mann. Mögest du ihm eine bessere Freundin sein. Gerta. Danke. Er ist komplett wahnsinnig. Gerta. Ausrüstung. Reittier.
Die perfekte Reisebegleiterin. Wow. So, achso, ich muss ja erstmal. Lehrauftrag. Keine Kette zu stark. Ab ins Hauptquartier. Besprechung. Drei tot. Wie versprochen. Bleibt noch Rufio. Mhm. Die Todesnachrichten werden ihn in den Sinai locken. Gamilad ist jetzt der Held im Land. Die Leute reden nur noch von ihm. Machst du dir Sorgen? Die Sache der Rebellen ist gut. Aber allzu oft werden auch Unschuldige in ihre Kämpfe verwickelt. Und viele sterben dabei. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Für ihn sind sie Märtyrer. Oft schließen sich ihre Familien den Rebellen an. Kashta! Feuer! Raus hier! Räuchert hier! Trag sie raus! Durch den Gang! Das denn passieren? Oh Mann. Die Assassinen wissen doch nicht so richtig, wie man sich versteckt. Ach super. Es wird heute ein Festmahl für die Geier. Ich töte euch alle. Amunet. Zieh dir etwas an. Zeig etwas Anstand. Du hast zu viel Aufmerksamkeit erregt. Sogar Rom weiß vom Büro im Sinai. Ich weiß, das Feuer war der Beweis. Jetzt müssen wir Tahira und Kashta finden. Sie schmoren in der Festung Klostra. Ich schleiche mich rein. Ich übernehme die Umgebung. Da sind überall Centurios. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Ja, ja, ja. Sie lokalisiert. Das sind zwei Ziele. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Falle legen. Den nehme ich direkt mit.
Rimanere! Kohlenstoffkristalle. Töte den Hauptmann. Ach, da kommt einer. Aber den kriege ich doch wohl. Scheiße. Oh, Scheiße. Stulti sanguinem damnatus, veniti! Sed sanguinum, a sepulcrum! Egal, wen du triffst, hat er nein, so. So, habe ich das hier abgeschlossen, oder? So, wo ist denn das? Da unten. Ayek, den Göttern sei Dank. Diese Festung hat Osiris ersonnen. Sie ist irrsinnig. Tahira hat Verbrennungen. Sie wird es wohl nicht schaffen. Dann hat sie weggebracht. Folge mir. Sei kampfbereit. Ja, sei kampfbereit. Hopp, hopp. Seltsam. Hier war ich noch nie. Mola! Hier ist mein Weg. Bayek! Vorwärts, Tahira! Ich trage dich hier raus! Tragen, ich kann nicht weiter. Tragen. Lass mir einen Bogen da. Ich kämpfe bis zum Tod. Und sprich nicht nach vom Tod. Die Verborgenen brauchen dich. Mein Leib steht in Flammen. Auch raus, genau. Nur das Blut von römischen Soldaten vermag meine Schmerzen zu lindern. Oh Herr der Duat, bitte. Lass mich ins Gefilde der Binsen passieren. Bleib bei mir, Tai. Wir müssen verschwinden. Es könnten jederzeit Römer kommen. Folge mir in mein Lager. Es macht mich krank, Tahira so zu sehen. Im Lager können wir ihr helfen. Neck! Götter! Lasst mir meine große Schwester! Es muss ein Verräter unter uns geben.
Wie wäre dies sonst möglich? Alle schwören einen Eid. Wir wurden für dumm verkauft. Von allen? Bist du sicher? Wir können keinem mehr trauen. Unsere Klugheit verlässt uns. Bei Brutus und Cassius war es dasselbe. Mit unserer Bekanntheit wächst auch die Gefahr für uns. Ach, beten wir, dass die Götter... Bleib bei mir, Tahira! Wehrt dich! Gib dich auf! Und... Oh, Mist! Das sind aber viele! Wow. So. Ach, beten wir, dass die Götter uns Tahira erhalten. Ego ascendam tibi dolor. Was ist denn hier los? Komm. Oh. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ist das hier richtig? Oh. Wo waren wir stehen geblieben? Du wolltest uns irgendwo hinführen. Beten wir, dass die Götter uns Tahira erhalten. Sie ist im Kampf um Nabatea unersetzlich. Oh Gott. Wow. Ja, wo ist dein blödes Gaul? Ne? Du hast es abgestellt. Guck mal hier. Hier ist es. Keine Zeit zu verschwenden. Hallo. Was macht die denn? Komm, Bayer, wir müssen los. Ja. Ich würde ja gerne mit dieser blöden Frau. Was macht sie? Keine Zeit zu verschwenden. Wow. Ist komplett verwirrt. Die ist total verbrannt. Wow. Ausnahmsweise musste man mal auf eine Frau warten. Wir sind fast da. Großer Amun. Sei gnädig. Zu schwach, Bayek. Ach nein, du warst nicht schwach. Du warst stark und loyal wie ein Berg. Ich glaube an unsere Arbeit. Du hast den Eid als Erste geleistet und unzählige vor dem Tod gerettet. Lass unser Credo nicht verblassen. Ich werde sie alle töten. Alle Römer! Du wirst Tahira in die Berge bringen. Dahin, wo sie anständig bestattet werden kann. Wir machen weiter. Wir werden Rufio töten.
Denn das können wir am besten. Hack, hack, hack. Tahiras Tod sendet eine klare Botschaft. Wir müssen Rufio ausschalten. Die Bruderschaft steht im Sinai vor dem Ende. Ist er am Steinbruch? Nein, in Asinoe. Wahrscheinlich lungert er noch auf seinem Schiff herum. Er weiß sich zu schützen. Und er ist in der Lage, einem Volk wahre Furcht einzuflößen. Ich werde nicht versagen wie meine Untergebenen. Keinen Fuß werde ich auf die verfluchte Halbinsel dieser Wilden setzen. Und doch werden sie sich beugen. Oh nein, ich muss ihr folgen. Sie hat Alexandria Wohlstand gebracht. Das lässt sich nicht bestreiten. Doch jetzt ist uns die Armee ihres Geliebten ein Dorn im Fleisch. Marcus Antonius stinkt ebenso nach Tyrannei wie Cäsar. Rufio trägt denselben Geruch. Ja, in den Sinai. Deswegen sind wir sein Begrüßungskomitee. Aus Feuer und Blut. Wir wählen diesen Weg nicht. Er wählt uns. Genau, redet das ein. Durchgeknallter. Repressure in Puer! Vaje! Schnell, du musst uns helfen! Das Dorf wird angegriffen! Bei Amun, woher kennen Sie meinen Namen? Dreckige Nabatea! Stellt euch nur nicht in den Weg! Das ist ein blutiges Massaker! Hilf den Nabatea! Warum töten die Zivilisten? Da stimmt irgendwas nicht. Was passiert denn hier? Hick, recurre ad mulierum terras. Oh. Was passiert denn hier? Aua, aua. Wow. Ein Deo Pedrix! Du! Wow. Komm schon. Oh. Gibt's ja gar nicht. Oh, der letzte 10 Sekunden hier weg mit ihm. Es müssten alle sein, aber ich vergewissere mich nochmal. Ich gehe zu Rufius Nest. Finde und eliminiere Rufio. Oh. Oh, ja. Ich
machen. Wir ziehen in den Krieg, gute Frau. Freu dich, du erlebst was. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Nee, du musst Gas geben. Das ist für Tahira. Du kannst mich nicht brechen. Halt den Mund, Rufio. Du bist gar kein Mensch, kaum eine Fliege. Die Verborgenen sind tot. Wehrt sich halt gar nicht. Dein Orden zerfällt. Sei grüßt, Feldherr Rufio. Gemäß deiner Befehle sammeln wir eine beträchtliche Streitmacht. Ich schreibe dir, um mich wegen Marcus Antonius und Cleopatra abzusichern. Ihre Liaison führt hier in Ägypten zu vielen Spekulationen und in Rom sicher ebenfalls. Kann Antonius wirklich die Politik von Cleopatra bestimmen und nicht, wie von vielen befürchtet, andersrum? Seine Vermählung mit Octavius' Schwester hat uns alle ermutigt, aber diese Ehe scheint seine Zuneigung zu Cleopatra nicht in Ring verringert zu haben. Genug Geschwätz, ich verbleibe dir und deinem Projekt ergeben. Ja. Hör mal auf, das zu lesen und plündern mal. Sehr gut. Finde und eliminiere Rufe, ja, ist sicher. Tod bestätigen. Warum durchkreuzt du meine Pläne? Die Verborgenen werden dem Orden niemals Luft zum Atmen lassen. Also stimmt es doch. Die Verborgenen existieren wirklich. Wir gedeihen. Seltsam, dass ihr dieselben Dinge wollt wie wir. Frieden, Ordnung. Doch unsere Ideen werden überdauern. Du kannst mich töten. Doch uns wirst du nie töten. Cäsar schuf einen starken Orden, bevor ihn dein Weib feige und hinterrücks ermordet hat. Unsere Macht lodert im Schatten. Und wir erzeugen diesen Schatten. Die Verborgenen holen dich! Anubis wartet! Rufio ist tot. Ich sage es Amunet. Sie wird sich freuen. Ist sie denn die Gute? Aussitzen, ey, schleunigen. Hopp, hopp. Was ist das denn jetzt? Gerade noch so. Was kommt jetzt? War es das schon? Dieses Add-on? Ja, sehr kurz. Und auch gar nicht außerhalb vom Animus irgendwas. Was auch sehr schlecht wäre. Sie haben Frieden, bis Rom den nächsten General schickt. Es nimmt kein Ende. Wir müssen die Verborgenen so beständig wie den Orden machen. Es gibt ein akuteres Problem. Ja, Milad.
Jede seiner Taten wird glorifiziert. Die Leute sehen einen Gott in ihm. Er kämpft für die Freiheit seines Volkes. Wir haben gerade ein Massaker erlebt. Ich habe mit den Leuten geredet. Es gab viele solcher Massaker. Jedes Mal schickte Gamilad seine Rebellen, um die Römer zu provozieren. Sie verstecken sich zwischen den Dorfbewohnern und fordern so die römische Vergeltung heraus. Dabei werden viele Unschuldige abgeschlachtet. Du sagst, er tut das wissentlich? Diese Taktik bringt Märtyrer für seine Sache hervor und Familien, die sich unbedingt an den Römern rächen wollen. Er wollte ein Gemetzel, um mehr Rebellen anzuwerben. Und auch nicht zum ersten Mal. Das Volk bezahlt einen hohen Preis für den Aufstand. Er ist ein Freund. Erinnere dich. Kleopatra war sogar mehr als das. Und doch war mein Vertrauen zu groß. Dank dir habe ich den Fehler erkannt. Ich muss mit ihm reden. Folge Amonetz. Gamilads Vorgehen erstaunt mich. Führt er den Aufstand an, um persönliche Macht zu gewinnen? Ich glaube, er will so unbedingt, dass der Aufstand Erfolg hat, dass er blind ist, was den Preis betrifft. Die Dörfler sind für ihn tatsächlich Märtyrer. Er sieht gar nicht, dass sie keine andere Wahl hatten. Und die Taktik war erfolgreich. Er wird sie wieder anwenden, wenn die Römer den nächsten General schicken. Stirb endlich! Ich hack dich in Stücke! Tuffel, Tuffel, Tuffel. Erzähl mir vom Leben in Rom. Eine fabelhafte Stadt. Voller Intrigen, Täuschung und Korruption. Perfekt für die Verborgenen. Ich dachte, du würdest über den Wein reden. Der Wein ist auch sehr gut. Besuch mich irgendwann. Dann probieren wir ihn. Das wäre schön. Da vorne ist es. Seine Rebellen werden ihn beschützen. Für sie ist er ein Gott. Hier können wir ihn nicht zur Rede stellen. Nun, da Rufio gefallen ist, fällt auch Rom. Rom fällt.